kriminell erworbenes Geld, etwa aus Drogen- oder Waffengeschäften, in Deutschland gewaschen. Zum Beispiel, indem teure Immobilien und Luxusgüter damit bar bezahlt werden. Geld, mit dem auch Terrorismus finanziert werden könnte. Laut Jahresbericht der sogenannten Financial Intelligence Unit sind Meldungen über solch verdächtige Transaktionen in Deutschland 2018 auf einem Höchststand von mehr als 77.000 gestiegen. Besteht ein Geldwäscheverdacht, sind Banken, Immobilienhändler und Verkäufer von Luxusartikeln verpflichtet, auffällige Transaktionen der Financial Intelligence Unit beim Zoll, kurz FIU, zu melden. Die schaut sich die Meldungen an, filtert sie und gibt begründete Verdachtsfälle an die Polizei weiter. Das Problem? Nach NDR-Informationen sind bis Mai 2019 36.000 Verdachtsmeldungen nicht abschließend bearbeitet worden. Künftig will die FIU bei der Bekämpfung der Geldwäsche auch auf künstliche Intelligenz setzen, die bei der Auswertung der Verdachtsmeldungen helfen soll. Ja, und heute also hat das Bundeskabinett ein Gesetz mit neuen Maßnahmen gegen Geldwäsche auf den Weg gebracht. Das wird auch er aufmerksam verfolgt haben. Dieter Dewes, er ist der Bundesvorsitzende der BDZ, der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft. Schönen guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Herr Dewes, Deutschland ist offenbar ein besonders sicherer Hafen für schmutziges Geld. Woran liegt das? Ja, es liegt einmal daran, dass einfach nach der Finanzkrise, nachdem die überstanden war, natürlich bei uns die Wirtschaft einfach boomt. Wir leben derzeit gerade für Kriminelle offensichtlich in einem Schlaraffenland. Bei uns wird gebaut, es werden Luxusgüter geschoben. Also der Wirtschaft geht es einfach gut. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann sind Kriminelle eigentlich nicht weit. Und die Drogenkriminalität steigt damit natürlich. Aber auch in anderen Bereichen, im Immobilienbereich, der angesprochen worden ist, boomt das Ganze natürlich. Und deshalb sind wir hier gefährdet. Und ich glaube, die Schätzungen zufolge liegt das Volumen etwa bei 100 Milliarden etwa Geld, das in Deutschland gewaschen wird. Und deshalb ist es hohe Zeit, dass man hier entgegenwirkt. 30% mehr Verdachtsfälle auf Geldwäsche. Solche Fälle landen dann bei der Financial Intelligence Unit, der FIU. Sie haben schon lange eine Stärkung dieser Einheit gefordert. Jetzt sieht dieser Gesetzentwurf zum Beispiel vor, dass neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen, um die 50 etwa. Ist das der richtige Schritt? Ja, es ist einer der richtigen Schritte. Ich glaube, dass man einfach unterscheiden muss, dass diese FIU, die Financial Unit, dass wir hier einfach einen Paradigmenwechsel hatten. Vor 2017 war es eine Behörde, die einmal ausgerichtet war im Bereich der Strafverfolgung und der Analyse. Heute nur noch als Intelligence-Behörde, das heißt also nur noch Analyse. Dazu braucht man natürlich sehr viel Personal. Es reicht aber nicht, wenn die Politik sagt, wir stellen die Planstellen zur Verfügung, denn die arbeiten einfach nicht, sondern was wir benötigen, sind tatsächlich Menschen, die da sind. Und da sind wir derzeit auf einem sehr guten Weg. Ob 51 oder 100 spielt eigentlich keine Rolle, denn ich glaube, noch wichtiger ist es, dass das vorhandene Personal, auch das Handwerkzeug zur Verfügung gestellt wird, dass man eine vernünftige Analyse betreiben kann. Das heißt für mich, dass man auch belastbare Daten weiterleitet. Das heißt aber auch, dass wir den uneingeschränkten Zugang haben müssen zu den einzelnen Länderpolizeien. Das heißt also einen absoluten Datenzugriff auch auf schutzwürdige Daten. Und hier muss einfach die einzelnen Bundesländer müssen einfach hier mit dem Bund im weiteren Gesetzgebungsverfahren Regelungen treffen, damit dies alles schneller geschieht. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, der Bund hat vorgelegt in ihrem Sinne, aber die Länder müssen jetzt auch vermehrt handeln. Ja, eindeutig. Denn es ist ja so, die Meldung kommt rein und woran ergründet sich der Verdacht? Wir müssten einen Treffer, wenn wir einen Treffer analysiert haben, geben wir ihn weiter an das Land. Das Land fängt nochmal neu zu recherchieren an und meldet uns dann wiederum die Daten. Es wäre, glaube ich, viel einfacher und ich glaube, das müsste jedem deutlich sein, wenn man diesen Datengriff sofort hätte, dass man viel besser analysieren könnte und dann unmittelbar die Strafverfolgungsbehörde in den Ländern oder beispielsweise beim BKA unmittelbar und sofort zu informieren. Nun möchte die Bundesregierung auch verstärkt zum Beispiel Makler oder Notare, also alle, die mit Immobilienverkäufen zu tun haben, dazu bringen, Verdachtsfälle zu melden. Das passiert bisher nur selten. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube, dass es ein sehr schwieriges Feld geworden ist. Man muss einfach sehen, einmal ist diese Verpflichtung da, zum Zweiten, glaube ich, muss man früher ansetzen. Man muss ansetzen, gerade bei Immobilienverkäufen, dass man ansetzt auch, dass man eine Bargeldobergrenze beispielsweise setzt. Europäische Länder haben bereits eine Obergrenze. Wir haben sie leider noch nicht und ich plädiere ausdrücklich für eine Bargeldobergrenze. Heute ist es einfach möglich, dass Sie in einem Köfferchen mit 500.000 Euro ein Haus kaufen oder eine Mietwohnung kaufen und es bestand bislang nicht die große Verpflichtung. Das sieht man auch an den Zahlen. Gerade hier in Berlin sind Immobilien beispielsweise beschlagnahmt worden von kriminellen Organisationen und ich glaube, das ist ein erster Ansatz, dass man hier eine Verpflichtung findet. Aber die Verpflichtung geht nicht weit genug. Es müssten auch Notare und so weiter von ihrer Verschwiegenspflicht entbunden werden. Ja eben, das ist ja die Frage, nicht? Also wenn jemand mit diesem Köfferchen kommt, beim Makler sitzt, der Makler soll jetzt Verdachtsfälle melden, der muss ja immerhin gegen den Kunden aussagen. Also ist das in der Praxis wirklich durchsetzbar? Nein, ich glaube nicht, dass es so durchsetzbar ist. Ich glaube, hier muss man Sensibilisierungsmaßnahmen ergreifen. Es muss wirklich in diesen Bereichen deutlich gemacht werden, um was es eigentlich geht. Es geht hier um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Und hier gilt es einfach auch an den Berufsstand zu appellieren, an die Berufsstände zu appellieren. Und dazu zählt auch, dass man die Verschwiegenheitspflicht nicht derart überhöht, wenn es hier um einen größeren Schutz geht, nämlich den Schutz der Bevölkerung geht. Sagt Dieter Dewes, der Bundesvorsitzende der BDZ, der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.